Willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Wellenlehre. Ich habe drei Übungen vorbereitet, die als Hilfe für die Aufgaben der Wellenlehre dienen sollen. Die erste Aufgabe ist eine Aufgabe zum Mach'schen Kegel. Also wenn eine Welle erzeugt wird mit einer Quelle, die schneller als die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit unterwegs ist, dann gibt es diesen Mach'schen Kegel. Überschall sagt man im Fall von Schall. Ein Geschoss fliegt mit der Geschwindigkeit 680 Meter pro Sekunde im Abstand 5 Meter an einer Person vorbei. Wie weit ist das Geschoss von der Person in dem Zeitpunkt entfernt, in dem diese es erstmals hört? Die Schallgeschwindigkeit sei 340 Meter pro Sekunde. Also die Situation ist so, dass Sie hier bei dieser Aufgabe eine Person haben und 5 Meter nebendran fliegt ein Geschoss vorbei. So, das sind 5 Meter hier. Jetzt hat das Geschoss ja eine Druckwelle, die sich ausbreitet mit Schallgeschwindigkeit. Also wenn das Geschoss zum Beispiel hier ist, hat sich diese Druckwelle hier hinten so kegelförmig ausgebreitet. Das lernt man in der Theorie der Wellenlehre. Und man weiß zum Beispiel dann, dass auch diese Druckwelle sich berechnen lässt, wenn man die Schallausbreitung hier, zum Beispiel wenn das Geschoss da war, und wenn das Geschoss da ist, startet ja die Druckwelle hier und während das Geschoss hier vorwärts fliegt, bewegt sich die Druckwelle hier kreisförmig weg. Das heißt, wir sehen, dass dann, wenn das Geschoss hier mit der Geschwindigkeit V Geschoss unterwegs ist und hier diese Geschwindigkeit, die Schallgeschwindigkeit ist, wenn es eine Schallwelle ist, da kann man sagen, dass die Strecke hier, die das Geschoss gemacht hat, in einem bestimmten Zeitintervall V mal T ist. Die gleiche Zeit wird für den Schall in eine Strecke C mal T übersetzt. Das heißt, wir haben dann hier eine solche Dreiecksituation, wo wir hier einen rechten Winkel haben, hier einen Öffnungswinkel Alpha des Kegels, des Schallkegels, und das Verhältnis von dieser Gegenkathete zur Hypotenuse ist gerade der Sinus von Alpha. Das haben wir im Unterricht angeschaut. Also es gilt allgemein bei diesen Überschall oder ja, bei diesen Bewegungen, die schneller als die Welle sind, dass Sinus von Alpha gleich Gegenkathete durch Hypotenuse, also C durch V, V Geschoss in dem Fall ist. C ist ja kleiner als V bei dieser Situation, deshalb wird auch diese Zahl dann kleiner als 1. Jetzt, wenn das Geschoss weiterfliegt, kommt es irgendwann mal zu der Situation, dass hier dieser Kegelmantel dann auch diesen Punkt hier trifft, wo die Person steht. Wir haben gesehen, das Dreieck hier, das gilt ja dann auch da. Wir können also sagen, dass in dem Moment, wo die Person diesen Knall hört, das Geschoss bereits hier ist. Und gefragt ist jetzt, wie weit ist das Geschoss entfernt von der Person, wenn die Person das zum ersten Mal hört. Also wir suchen diese Strecke x hier. Jetzt können wir sagen, dass diese Strecke x eigentlich die Hypotenuse von diesem Dreieck hier ist. Also das braune Dreieck hier ist ein rechtwinkliges Dreieck. Und die Hypotenuse hier und die Gegenkathete bilden gerade dann ja die entscheidenden Größen, die dann auch zum Winkel Alpha führen. Es ist ja dann so, dass 5 Meter durch x, durch das gesuchte x, gerade Sinus von Alpha ist. Jetzt haben wir vorher den gleichen Öffnungswinkel in einem anderen Dreieck kennengelernt, nämlich in dem Dreieck hier. Das war dieses Dreieck, das wir vorher hatten. Da war die Hypotenuse in dem Dreieck war das V mal T und die Gegenkathete war C mal T. Das heißt, genau den gleichen Sinus Alpha hatten wir schon hier gehabt, C durch V. Wir können also schreiben, das ist dasselbe wie C durch V. Wir kennen eigentlich alle Größen aus dem X und können deshalb hier nach X auflösen. X ist gleich 5 Meter
durch C mal V. Also 5 Meter durch die 340 Meter pro Sekunde mal die 680 Meter pro Sekunde. Das ist in der Aufgabe ja so vorgesehen. Das ist Schallgeschwindigkeit, das ist das C gewesen, das war das V. Dann erhalten wir also, das gibt gerade 2 hier, wenn man es kürzt, 680 durch 340, das gibt gerade 10 Meter. So, das ist die erste Aufgabe. Dann die zweite Aufgabe, da geht es um Schallgeschwindigkeiten in unterschiedlichen Materialien. Wir haben hier einen Messingstab, Wasser, Stickstoff bei unterschiedlichen Temperaturen und Kohlendioxid. Und im Unterricht lernt man ja, dass diese Schallgeschwindigkeit sich recht einfach als Verhältnis von einer elastischen Größe und der Dichte ausrechnen lässt. Zum Beispiel bei Messing, also beim Festkörper, ist das E-Modul und die Dichte sind die entscheidenden Größen und das V ist dann einfach bei der Aufgabe A Wurzel aus E durch Rho. Jetzt haben wir das E hier in kubischen Einheit, 80 kN pro Quadratmillimeter. Dazu machen wir gleich zuerst rasch die Umrechnung in normale Einheiten, nämlich Newton pro Quadratmeter. Also 80 kN pro Quadratmillimeter ist das gleiche wie 80 mal 10 hoch 3 Newton, das ist das Kilonewton. Und ein Quadratmillimeter ist 10 hoch minus 6 Quadratmeter. Dass wir das zusammenfassen können, das wird dann, wenn man das im Zähler, im Nenner unten hat, kann man das hochnehmen, dann wird es 10 hoch 6, also hoch plus 6. Und mit dem 10 hoch 3 gibt es 10 hoch 9. Mit dem 10 hier gibt es 10 hoch 10. Also wir haben dann im Ganzen 8 mal 10 hoch 10 Newton pro Quadratmeter oder Pascal. Das ist das E, das ist Messing gewesen. Und die Dichte Rho, die ist hier auch in einer kubischen Einheit, 8,5 Kilogramm pro Liter oder Kubikdezimeter. Das wird dann natürlich einfach 1000 mal größer, wenn ich es pro Kubikmeter nehme. Also 8, die Dichte ist 8 mal 10 hoch, 8,5 mal 10 hoch 3 Kilogramm pro Kubikmeter. Das soll hier einsetzen, da gibt das 8 mal 10 hoch 10 durch 8,5 mal 10 hoch 3 Wurzel draus. Schauen wir nach noch wegen den Einheiten. Ich behaupte jetzt mal, das gibt ein Meter pro Sekunde, was sein sollte. Wir checken das noch rasch nachher. Aber zuerst rasch die Zahl. 8 E10 durch 8,5 E3 gibt das hier. Und da muss ich die Wurzel draus ziehen. Das wird 3068 etwa Meter pro Sekunde. Jetzt die Einheiten, schauen wir rasch, ob das stimmt. Für das E-Modul haben wir Newton pro Quadratmeter. Dann im Nenner unten haben wir die Dichte, also Kilogramm pro Kubikmeter. Im Doppelbruch steht dann hier Newton pro Quadratmeter mal Kubikmeter pro Kilogramm. Das sieht schon mal gut aus, da können wir mal einen Quadratmeter wegkürzen. Da müssen wir das Newton noch in die SI-Basiseinheiten umschreiben, um das Kilogramm zu kompensieren. Newton ist ja Kilogramm Meter pro Sekunde Quadrat. Das war das Newton. Dann haben wir da noch ein Meter und ein Kilogramm von da. Da können wir wiederum ein Kilogramm weg, also kürzen, bekommen dann Quadratmeter pro Sekunde Quadrat. Und das ist natürlich gut, weil wir wollen ja dann die Wurzel noch draus ziehen und die Wurzel wird dann wirklich Meter pro Sekunde. Also das war in Ordnung hier. Beim B, da haben wir Wasser. Kompressibilität ist angegeben, muss man aufpassen, das ist das Inverse vom Kompressionsmodul. Der Kompressionsmodul wäre gerade das 1 durch Kappa hier. Das ist ein kleines griechisches Kappa. Deshalb können wir entweder schreiben, machen wir es jetzt so vielleicht, die Geschwindigkeit im Wasser ist
entweder Kompressionsmodul durch Rho, oder weil das Kompressionsmodul das gleiche ist wie 1 durch Kappa, können wir auch schreiben Wurzel aus 1 durch Kappa mal Rho. Da können wir einfach einsetzen. Das gibt 1 durch Kappa ist diese 5 mal 10 hoch minus 10 pro Pascal. Die Einheiten haben wir schon gesehen, dass es ein Meter pro Sekunde wird. Die Dichte von Wasser muss ich kürzlich mit Schrecken feststellen, wissen viele Leute nicht. Das ist 1000, das ist 10 hoch 3 Kilogramm pro Kubikmeter. Die Wurzel daraus, das gibt ein Meter pro Sekunde. Check ich das rasch, was das gibt. 5 E10 minus mal 1 E3 gleich 1 durch X und Wurzel daraus. Oh, da stimmt was nicht. Also 5 E10, jetzt können wir das gerade kompensieren, also minus mal 1 E3 gleich so viel, 1 durch X, Wurzel draus, ja jetzt stimmt es, 1414 Meter pro Sekunde. Etwa 5-mal schneller als in Luft, wo sie ja 340 Meter pro Sekunde ungefähr ist. Da haben wir etwa 10-mal mehr gehabt als in Luft. Das ist normal bei Festkörpern, weil die Kopplungsstärke so viel größer ist zwischen den Materieteilen. C. Jetzt haben wir hier ja die Luft, also Stickstoff, bei 2 Temperaturen und CO2. Die Geschwindigkeit von Schall in Luft, da gibt es 2 Formeln. Beide haben diesen komischen Adiabatenexponent vorne dran, der hier angegeben ist mit 1,4 bzw. 1,3. Dann, wenn man die Formel nimmt, für wo die Temperatur vorkommt, kommt hier die Gaskonstante, dann die Temperatur und unten die Molmasse des betreffenden Gases. Man könnte hier auch den Druck des Gases nehmen und dividieren durch die Dichte vom Gas. Das geht auch. Beides hängt von der Temperatur ab, aber hier ist die Variante, wo die Temperatur direkt vorkommt. Jawohl. Wir übernehmen jetzt die Zahlen. Das R ist übrigens, die Gaskonstante ist 8,31. Joule pro Mol und Kelvin. Bei der Aufgabe C ist das Stickstoff gemeint. Da können wir so sagen, wir haben hier in diesem Fall 1,4 am Stickstoff für das CP, das CV. R sind die 8,31. Temperatur müssen wir in Kelvin angeben, also 0 Grad Kelvin ist 203, 0 Grad Celsius ist 273 Grad Kelvin. Die Molmasse von Stickstoff, nun ein Mol ist eine bestimmte Anzahl Teilchen und die Molmasse von N2 ist 28 Gramm. Also Stickstoff hat die Atommassenzahl 14, wenn wir N2 haben, also Stickstoffmoleküle, haben wir 28 Gramm oder 0,028 Kilogramm. Dann müssen wir hier noch schauen mit den Einheiten, haben wir also Joule, das ist pro Mol. Joule pro Mol und Kelvin. Das heißt, das Kelvin kürzt sich schon mal weg. Das Mol auch. Dann müssen wir dann noch schauen, ob das die richtige Einheit wird. Aber zuerst rasch die Zahlen. 1,4 mal 8,31 mal 273 durch 0,028 gleich und dann die Wurzel draus. Das sieht gut aus, es gibt etwa 337 Meter pro Sekunde, wenn die Einheiten stimmt. Einheiten ausschauen, wir haben da Joule pro Kilogramm. Joule ist Newtonmeter, oder nachdem was wir vorgesehen haben, ist Newton ja Kilogramm. Meter pro Sekunde im Quadrat. Mal Meter, ist, also das wäre ja Newtonmeter, dann noch durch Kilogramm. Sehen wir, dass da das Kilogramm sich wegkürzt und da haben wir direkt Meter pro Sekunde, wenn man da die Wurzel zieht. Das ist richtig.
Beim D ist eigentlich alles gleich, nur dass wir hier dann 293 einsetzen müssen. Das ist ja auch Stickstoff, nur haben wir eine andere Temperatur. Das gibt dann hier 1,4 mal 8,31 mal 293 durch 0,028 gleich und die Wurzel, das wird dann 349 etwa Meter pro Sekunde. Etwas schneller in warmer Luft, das ist bekannt, das ist so. CO2, da haben wir auch 20 Grad, haben aber ein anderes CP durch CV und auch eine andere Molmasse. CO2 ist Kohlenstoff und 2 Sauerstoff. Kohlenstoff hat die Atommasse 12, Sauerstoff hat die Atommasse 16, wenn wir 2 haben, haben wir 32 dann. Das heißt, wir haben dann 32 plus 12, es gibt 44 Gramm. Das heißt, wir müssten dann hier beim CO2 hier 0,044 einsetzen und hier 1,3. Schauen, was dann herauskommt. 1,3 mal 8,31 mal 293 durch 0,044 gleich und die Wurzel, dann haben wir 268, also 268 Meter pro Sekunde. Stickstoff ist der Schall, in der CO2 ist der Schall langsamer unterwegs, weil die Molmasse größer ist, vor allem. Bei der letzten Aufgabe geht es um die Gleichung einer ebenen Welle, ebene harmonische Welle, die so aussieht. Gefragt ist, wie schnell breitet sie sich aus und wie, wenn da die Welle sich bewegt, wie groß ist die Elongation, also die Auslenkung eines Teilchens an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Das mal anschauen. Das ist eine harmonische Welle. Da haben wir die allgemeine Form ja, dass eine Welle eine Auslenkung als Funktion von x und t ist, welche eine Amplitude hat, eine Sinus oder Cosinus, in dem Fall ist ein Sinus geschrieben. Und da kommt ja bei der Welle vor dann k mal x minus Omega mal t und vielleicht noch eine Phasenverschiebung phi 0, die eine Konstante ist. Wir haben gelernt in der Wellenlehre, dass das hier, das k ist 2 pi durch Lambda, die Wellenzahl. Das Omega hier ist 2 pi mal f. Da kann man schreiben. Wir haben hier bei einer nach rechts laufenden Welle ein Minuszeichen. Weil hier ein Pluszeichen steht, können wir bereits sagen, die Welle läuft nach links, nicht nach rechts, also Richtung negative x-Werte. Die Amplitude ist 1,5 cm. Und sonst können wir jetzt einfach übernehmen, was wir vorher gesagt haben. Das ist das K, das ist das Omega. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist gesucht. Diese Geschwindigkeit ist ja die Strecke, die die Welle zurücklegt pro Zeit. Eine solche Strecke wäre die Wellenlänge. Die zugehörige Zeit wäre die Periodendauer. 1 durch t ist auch das gleiche wie f. Das heißt, wir können schreiben, 1 das gleiche ist Lambda mal f. Wir können also hier Lambda und f heraussuchen aus diesen beiden Größen. Oder wir können... So, das Video hat sich zwischenzeitlich verabschiedet. Ich muss nochmals die letzten paar Minuten nachholen. Wir sind hier stehen geblieben bei dieser Überlegung, dass v gleich Lambda mal f ist. Und wenn wir jetzt übernehmen, was Lambda ist, nämlich 2 Lambda ist ja 2 Pi durch K nach dieser Beziehung. Also K ist 2 Pi durch Lambda gewesen. Wenn wir das nach Lambda auflösen, steht Lambda ist 2 Pi durch K. Und Omega ist ja 2 Pi mal F. Umgekehrt ist F also 2 Pi durch Omega. Omega durch 2 Pi, sorry. Dann habe ich hier also das statt dem da. Und kann dann direkt nach dem Kürzen schreiben, dass die Geschwindigkeit auch berechnet werden kann, indem man das Omega, das hier steht, durch das K dividiert, das da steht. In unserer Aufgabe ist das Omega 1,1 Rad pro Sekunde und das K ist 2,4 Rad pro Sekunde.
das heißt Rad pro Meter. Das heißt, wir können jetzt hier direkt schreiben, Omega durch K ist das V, ist also 1,1 Rad pro Sekunde durch 2,4 Rad pro Meter. Das gibt mit dem Doppelbruch wirklich dann Meter pro Sekunde und die Zahl 1,1 durch 2,4 ist dann 0,46 etwa Meter pro Sekunde. Das wäre die erste Frage gewesen beim A. So schnell breitet sich diese Welle aus. Beim B, wie groß ist die Elongation dieses Teilchens an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit? Die Welle bewegt sich ja laufend und jeder Ort und jede Zeit hat unterschiedliche Schwingungen zur Folge. Und es ist da die Elongation gefragt. Zu einem bestimmten Ort an einer bestimmten Zeit muss man einfach einsetzen. X und T hier einsetzen, mit 15 mm multiplizieren. Man muss nur daran denken, dass man den Taschenrechner vorher auf Rad umstellt, also nicht Degrees oder Rad, dann habe ich die Bogenmaß-Argumente für den Sinus, dann stimmt das. Also setzen wir hier jetzt ein, 2,4 mal 1,3. 2,4 mal 1,3 plus 1,1 mal 0,84. Plus 0,2, dann den Sinus davon und das mit 15 mm. Multipliziert gibt minus 13,4 ungefähr mm. So groß ist die aktuelle Auslenkung dieses Teilchens zu der verlangten Zeit am gewünschten Ort.